Ich heiße Achim Becker, komme von den Stadtwerken Ettlingen, bin zuständig für die Trinkwasserversorgung der Stadtwerke Ettlingen und die Betriebsführung des Zweckverbandes Wasserversorgung Alpgau. Wir befinden uns hier in der Speicheranlage HBS 1 mit dem dazugehörigen Pumpwerk. Von hier aus wird das Wasser in die komplette Region Stadt Ettlingen, Stadtteile Ettlingen und die Region bis Itterschwach versorgt. Die Stadtwerke Ettlingen bezieht das Wasser über den Zweckverband Wasserversorgung Alpgau aus dem Wasserwerk Rheinwald bei Echesheim-Illingen aus einer Tiefe zwischen 15 und 30 Meter reines Grundwasser. Das Wasser wird mittels Tiefbrunnenpumpen zutage gefördert, wird auf natürliche Weise von Eisen und Mangan befreit und wird dann über eine 12,5 Kilometer lange Leitung, Durchmesser 60 cm, hierher gefördert in den Hochbehälter S1 bei Mahl und von hier in vier Himmelsrichtungen verteilt, unter anderem Kernstadt Ettlingen und die Stadtteile. Es wird belüftet mit gefilterter Waldluft, somit flockt Eisen und Mangan aus, läuft von oben nach unten über einen Sandfilter. Die Eisen-Mangan-Flocken bleiben am Sandfilter hängen und unten kommt glasklares, sofort nutzbares Trinkwasser raus. Es kommt nichts mehr dazu, es kommt auch nichts mehr weg, ist auch kein Chlor im Wasser. Von hier aus wird das Wasser in weitere Speicherbehälter der jeweiligen Kernstadt oder Ortsteile von Ettlingen verteilt und aus diesen Hochbehältern geht es dann über ein kilometerlanges Leitungssystem verschiedene Durchmesser in die Haushalte. Es werden ca. 125.000 Haushalte über den Speicher S1 versorgt. Ja, von der Qualität her, es ist ein natürliches Grundwasser, nur von Eisenmangan befreit, keinerlei chemische Inhaltsstoffe mehr zugesetzt, sprich Chlor, und geht so direkt zum Endverbraucher. Wenn wir es abfüllen könnten und würden in Flaschen, könnten wir die Aufschrift draufdrucken, zur Babynahrungszubereitung geeignet. Hier am Speicher S1 haben wir ein Speichervolumen von 7000 Kubikmeter, Tagesdurchsatz aktuell zwischen 12 und 13.000 Kubikmeter. Aber da wir jede Menge Pumpkapazitäten hinten dran haben, spielt die Differenz keine Rolle. Also die Transportleitungen vom Wasserwerk zu den Hochbehältern sind aus duktilem Guss, innen mit Zementmörtel ausgekleidet, dass das Wasser keine Berührung mit dem Rohrmaterial hat, wegen der Korrosion. Ansonsten die Hausanschlussleitungen sind aus PE, Polyethylen. Bei uns in den Rohren steht das Wasser maximal oder hat eine minimale Verweildauer. Somit gibt es keine Probleme für den Haushalt von der Qualität. Deswegen haben wir Hochbehälter, die immer an einem hohen Punkt der zu versorgenden Ortschaft stehen. Und von dort läuft das Wasser im freien Gefäß in die darunter befindlichen Haushalte. Das geht aber nur bis zum dritten Viertel. Alles andere wird in den Haushalten dann mit Druckerhöhungsanlage gemacht. Wenn man jetzt Hochhäuser nimmt mit 16, 20 und mehr Stockwerke, geht natürlich nur mit separaten Pumpen. Bei Stromausfall würden hier keine Pumpen mehr funktionieren. Deswegen haben wir ein stationär betriebenes Notstromaggregat, das die Versorgung der kompletten Anlage übernehmen kann. Wir bekommen das Wasser, ein reines Grundwasser. Die Situation hat sich jetzt seit 2017, 18 durch die trockenen Sommer. War der Grundwasserspiegel doch ziemlich weit unten, hat sich jetzt aber über dieses Winterhalbjahr 21, 22 wieder gut erholt, sodass wir entspannt in die Saison 22, 23 gehen können. Die Stadtwerke Ettlingen weisen darauf hin, dass das Ettlinger Trinkwasser von so hoher Qualität ist, dass es zum direkten Verzehr aus dem Wasserhahn geeignet ist.